Willkommen und zurück zu Let's Play WoW. Ja, die Pre-Quest geht weiter, es ist Mittwoch. Wir haben die Aufgabe, zu Sauerfang zu fahren. Uns mit Sauerfang zu treffen. Jetzt habe ich's. Und ja, wir sind gleich bei Ihnen. Ich bin schon mal vorgeflogen. Ich habe auch versehen die Quest angenommen. Ich habe die Aufnahme gestartet, war mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie wirklich gestartet habe. Deswegen haben wir das kleine, den Prolog nicht drauf gehabt, aber das ist ja kein Problem. So, Sauerfang, wo bist du? Da ist er ja. Den haben sie echt geil gemacht, Sauerfang. So, nimmt 8 Bewohner von Fang, okay. Nicht alt, wenn ihr es vermeiden könnt. So. Warum Gefangene nehmen? Seit wann nehmen wir denn Gefangene? Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher heran. Ja, fleißig gekämpft. Ich habe kein Ziel. So, einen Gefangenen. Ihr habt auch keine Chance gegen uns. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Stark. Auch gefangen genommen. Ich habe kein Ziel. Oh, hier ist ja ganz schön was los, muss ich sagen. Ich kann das nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. Auch, was sind die nächsten hier bei der Gefangenen? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dann machen wir hier lang. Etwas anvisieren. Ja. Ich bin außer Reichweite. Da ist er ja. Da steht er. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Boah.
habe kein Ziel. Sehr schön, auch besiegt. Ach, sie wissen nicht, wir brauchen sie nicht gefangen und in Sicherheit gebracht. Ach so. Mhm. Gut. Ich auch in Sicherheit. Ich auch noch. Ich auch. Nein, wir waren zu langsam. Ach Mist, hätten wir doch erstmal ihn getötet. Ich brauche ein Ziel. So. Ich habe kein Ziel. Jetzt mal, bis er wiederkommt. Wird ja wohl nicht so lange dauern. Ja, wie fandet ihr die Prequest? Also fandet, sie endet ja eigentlich noch nicht. Nächste Woche geht es wahrscheinlich los. Der Angriff der Allianz. Irgendwas wird die Allianz ja machen, nachdem wir hier den Krieg anzetteln. Ich glaube, als Vorbesteller des Add-ons können wir sogar dieses Event schon vor dem Add-on zocken, spielen und brauchen es nicht am Tag der Erscheinung spielen, also können wir direkt ins Add-on starten. Müssen wir mal gucken, was wir so als Allianzer da machen können, vielleicht mit unserem 60er Paladin, was wir da so alles können, alles her, ja. So, und erst etwas anvisieren. So, noch haben wir die drei Aufgaben erledigt. Ab zu Sauerfall. Gucken, was uns als nächstes aufgibt. Tromka. Durchsucht den Wald der Dunkelküste, um den Kriegshäuptling zu finden. Wir sind die Wand. Beeilt euch! Der Kriegshäuptling wartet! Ab zum Kriegshäuptling. Wir kriegen einen Mount. Einen Mount kriegen wir. Habt ihr das gesehen? Das müssen wir uns ansehen. So. Der Kriegshäuptling stellt sich Sturmgrimm allein. Ich muss. Oh, sauer Fang! Tja. Ein ehrloser Schlag. Ich schäme mich. Grundlos. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Mein Sieg stand nie in Frage. Er hätte nur meine Zeit verschwendet. Setzt dem ein Ende. Nehmt euch einen Moment, wenn ihr müsst. Und dann schneidet ihm den Kopf ab. Trefft mich am Weltenbaum. Ihr habt die Horde im Dienste des Todes geführt. Diesen Tag bereut ihr noch. Malfurion! Nein! Ihr habt ihn nicht getötet, Ork. Warum? Mein Angriff war ehrlos. Sein Kopf stand mir nicht zu. Dieser ganze Krieg ist ehrlos. Wie könnt ihr es wagen, so viel unschuldiges Blut zu vergießen? Für nichts! Nicht für nichts. Wir vergießen Blut, damit die Horde fortbesteht. Ihr habt Malfurion verschont. Also lasse ich euch die Wahl. Ich nehme ihn mit. Versucht mich aufzuhalten und sterbt. Oder bleibt dort hocken im Dreck. Und lebt. Auch ihr habt die Wahl. Ihr bringt ihn nach Darnassus und sterbt beide, wenn wir es erobern. Oder flieht, soweit ihr nur könnt, und ihr beide überlebt. Kommt, Champion. Wir folgen unserem Kriegshäuptling zum Sieg. Ja, klare Ansage. Ich glaube, Sauerfang weiß ganz genau, dass das vielleicht nicht ganz so gut war, hier anzugreifen.
Er ist aber ein ehrenvoller Ork. Wie er gesagt hat, ihnen stand das nicht zu, da einzugreifen. So. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich bin bereit. Oh, ein Film. Sichert den Strand. Bereit machen zur Invasion des Baums. Warum? Warum? Ihr habt doch schon gewonnen. Im Baum sind nur Unschuldige. Das ist Krieg. Nein. Das ist Hass. Zorn. Windläufer. Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes. Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an eine Närrin. Nehmt sie! Lauft! Das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn! Nein! Sie hat echt den wilden Baum zerstört. Wie kann sie es nur? Wow! Guckt euch dieses Bild an. Ha, ha. Da wird mal Furion nicht begeistert sein, wenn er wieder aufwacht, ne? So, jetzt gehen wir die mal ab und kriegen auch was kriegen wir denn? Zügeles. Als ich euch auf diese Mission geschickt habe, habe ich das nicht vorhergesehen. Unser Angriff sollte den Krieg beenden, bevor er beginnt. Dem Feind mit einem Streich sein Zuhause und seine Anführer nehmen. Eine Wunde schlagen, an der die Allianz verblutet. Wir waren nur zum Teil erfolgreich.
Die Allianz wird sich rächen. Sie werden uns jagen. Mich und euch. Aber sie bluten. Ihr Zorn wird sich als Schwäche erweisen im aufziehenden Krieg, nicht als Stärke. Ruht euch aus. Wappnet euch für die kommenden Schlachten. Ich brauche euch. Okay, Sylvanas. Ja, okay. Er ist ein bisschen hässlich, ne? Aber ist okay. Haben wir mal jetzt auch eine Fledermaus. Ja. Wie gesagt, wir haben den Krieg angefangen. Wir sind über die rote Linie. Wir haben wie viel hunderte, tausende Zivilisten haben in diesem Baum Schutz gesucht und wir haben ihn jetzt vollends zerstört. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie Sylvanas hätte was anders machen können oder ob das gerechtfertigt ist. Was ist eure Meinung? Ich finde, es ist okay. Gerade liest man in den Medien, überall, Facebook, die Hordler regen sich auf, das hätte sie nicht machen können, aber fuck off, es ist Krieg, sie hat es nun mal gemacht. Wer weiß, aber die Allianz wird jetzt wieder so, die Horde wird jetzt wieder total böse dargestellt. Aber ich glaube, die Allianz, diesmal ist sie vielleicht die wahren Bösen. Da wird bestimmt irgendwas kommen. Aber ja, die Horde bleibt immer die Bösen. Die können was machen, was sie wollen. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch für das Special. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche noch eins gibt. Von der Allianz aus, das werden wir probieren auch aufzunehmen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Special bei Burgum LP. Auf Wiedersehen und tschüss.